Unter den vielen Dingen, die wir in diesen Tagen historisch nennen in der Wirtschaftsgeschichte, setzten die Ölpreise noch einen drauf. Minus 40 Dollar pro Barrel, ein Minus von 300% an einem einzigen Tag für WTI. Der Terminkontrakt inzwischen ausgelaufen. Wie konnte das passieren? Kann das wieder passieren? Frage ich Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, der mir gerade telefonisch zugeschaltet ist. Ja, Michael Blumenroth, das ist wirklich einmalig ein negativer Ölpreis, minus 40 Dollar, ein Verlust von 300% an einem einzigen Tag. Der Kontrakt ist inzwischen ausgelaufen, aber wie konnte das überhaupt passieren? Ja, wie konnte das passieren? Guten Morgen, eine verdammt gute Frage. Ich hätte mir das vorher auch nicht vorstellen können, dass Rohstoffe, die ja eigentlich einen positiven Preis haben müssen, in negative Preiszone reinrutschen können. Aber das Problem war gewesen, Sie haben es schon angesprochen, der Terminkontrakt war ausgelaufen. Es waren quasi die letzten Stunden, in denen der Kontrakt gehandelt wurde. Und diejenigen, die diesen Kontrakt besessen haben, also long gewesen sind, wollten vermeiden, dass sie in irgendeiner Form Öl geliefert bekommen, weil momentan halt dass die Angebots-Nachfragesituation im Öl sehr, sehr schlecht ist und vor allen Dingen auch die Lagerkapazitäten sehr niedrig sind. Deswegen haben wirklich wohl Großanleger, Großinvestoren, spekulativ orientierte Investoren davon Abstand genommen, sich Öl liefern zu lassen, was sie eh nicht brauchen oder verwenden konnten, und haben lieber den Kontrakt verkauft, egal was es bedeutet. Man muss dazu auch sagen, das war jetzt für wenige Stunden ein Sonderfall gewesen, dass wir die negativen Preise gesehen haben. Wir haben aber durchaus auch andere Ölsorten aus WTI, die in den USA und in Kanada schon zu geringen negativen Preisen gehandelt haben. Also momentan die Situation am Ölmarkt wirklich turbulent. Also zu hohe Lagerbestände auf jeden Fall angesichts der Nachfrage, die eingebrochen ist. Reichen da die Förderkürzungen der OPEC bzw. OPEC Plus aus, die vorige Woche beschlossen worden waren, auch wenn man damit zumindest mal so Alleingänge wie die von Saudi-Arabien stoppen konnte? Nein, die reichen definitiv nicht aus. Also wir reden darüber, dass wir wahrscheinlich eine Kürzung der weltweiten Nachfrage momentan von ungefähr 30 Millionen Barrel pro Tag haben. Die Kürzungen sind ja nicht mal ganz 10 Millionen Barrel pro Tag. Und gestern Abend haben sich wohl die OPEC-Plus-Staaten nochmal zusammen telefoniert Entschuldigung, und versucht, da vielleicht einen Konsens zu finden, was man noch machen könnte. Es ist nichts nach außen gedrungen, was bedeutet, dass eventuell diese Kürzungen vom 1. Mai ein bisschen vorgezogen werden. Aber Saudi-Arabien hat auch schon jetzt für die Monate Mai, Juni zum Beispiel asiatischen Nachfragern günstige Preise oder Rabatte eingeräumt, was bedeutet, dass man in Saudi-Arabien wohl selbst nicht daran glaubt, dass die Preise nachhaltig steigen werden. Und Thema zu hohe Lagerbestände, gerade heute Morgen kam über die Ticker, dass zum Beispiel in Indien, das ist der drittgrößte weltweite Nachfrager nach Öl, momentan die Lagerkapazität schon zu 95% erschöpft ist. Und auch hier in Europa, in den USA scheinen die Lager tatsächlich nicht überzulaufen, aber nicht mehr weit vom Überlaufen entfernt zu sein. Also diese OPEC-Plus-Kürzungen werden momentan bei der derzeitigen Nachfragesituation nicht ausreichen, um das Öl nachhaltig nach oben zu bewegen. Also wir sind in der Nachfrage ungefähr auf dem Niveau von 1995. Und wenn wir uns jetzt den aktuellen WTI-Kontrakt mal anschauen, dann ist er so um die 11 Dollar. Also erstmal noch positiv soweit die gute Nachricht. Aber es ist natürlich auch deutlich gefallen in den letzten Tagen. Wir sehen auch Brent gerade auf dem Niveau von 1999. Kann dieses Negativszenario wie mit dem Mai-Kontrakt auch jetzt mit dem aktuellen, dem auch am aktivsten gehandelten, wieder passieren? Ja, definitiv. Da haben wir uns vorgestern darüber unterhalten, ob das wieder passieren kann. Das kann durchaus auch wieder beim Juni-Kontrakt passieren, weil wir vermuten, dass die Tiefstände oder dass die tiefst Nachfragestände jetzt für Öl gerade jetzt in den Monaten Mai eventuell auch bis in Juni hineinreichen können. Also solange wir jetzt keine weitgehenden Lockerungsmaßnahmen sehen, wieder mehr Flugzeuge im Himmel sehen oder mehr Autos auf der Straße, solange ist halt die Nachfrage einfach zu schlecht. Also wir sehen auch, momentan haben sich ja, wenn man jetzt auf weiter entfernte Kontrakte schaut, zum Beispiel Februar nächsten Jahres in Brent, dann sind diese Kontrakte noch etwas höher, also ungefähr bei 32 Dollar pro Barrel. Brent, Juni-Kontrakt ist momentan ungefähr bei 16 Dollar pro Barrel. WTI meandert jetzt heute Morgen um die 10 Dollar pro Barrel Marke herum. Hier sehen wir auch, dass die nächsten Kontrakte, die nächsten 3-4 Monate, die danach folgen, jetzt auch unter die 20 Dollar pro Barrel Marke gerutscht sind. Also es ist definitiv so, die Ölpreise sind jetzt generell gerade in dieser Woche ins Rutschen geraten. Sieht so aus wie so ein Virus, was sich halt auch in den Ölmärkten da verbreitet, von einer Sorte auf die andere, wenn man jetzt diese Metapher
man gebrauchen darf. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass wir solche Szenarien wiedersehen, was sich dann natürlich eher auf die allerletzten Tage vor dem Verfall des Kontraktes beziehen dürfte. Also Ölpreise, die jetzt mehrere Tage längerfristig in negativ handeln, das ist eigentlich dann doch relativ sinnlos. Nun wird Öl über Terminkontrakte gehandelt und Investoren mussten verkaufen, um das Öl dann nicht am Ende eines Futures geliefert zu bekommen, wenn auch mit Verlust. Was heißt das eigentlich jetzt für die Inhaber von Zertifikaten, von Optionsscheinen? Ja, das ist ein schwieriges Thema momentan, weil natürlich sehr viele, also die Volatilität, wir haben ja Marktbewegungen von, wie Sie sagten, 300% runter in einem Tag für einen Kontrakt, das ist ja eigentlich so gut wie ausgeschlossen in der Theorie. Negative Ölpreise genauso, was natürlich zum Beispiel allein, wenn man bedenkt, wenn jemand ein Öl im Zertifikat kaufen würde, dann ist es momentan noch nicht vorgesehen, dass ein Käufer eines Ölzertifikats, was nur allein das Öl verbriefen würde, mit negativen Preisen dieses Zertifikat handeln kann. Also es ist einfach momentan eine schwierige Situation. Wenn man sich auch Knockout-Produkte betrachtet bei Bewegungen, wir haben gestern jetzt auch schon wieder Bewegungen gesehen zwischen ungefähr 35-40% in Brent und über 60% in WTI, also gerade alle Zertifikate, Optionsscheine, die was mit Knockout zu tun haben, sehr, sehr schwierig momentan, würde ich sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Und auch Optionsscheinkäufer würden momentan sehr, sehr hohe Volatilitäten bezahlen. Also wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, auch wenn man sich betrachtet, ein ganz kurzer Satz vielleicht auch noch zu den Futures, Terminkontrakte, die werden auch ja monatlich gerollt. Momentan sind die zukünftigen Terminkontrakte wesentlich teurer noch als diejenigen, die jetzt der nächste Terminkontrakt ist oder wesentlich vermindert sich ein bisschen, aber sie sind halt teurer, was dann eventuell auch Kosten mit Rollverlusten verursachen kann. Also wer jetzt mit Zertifikaten und Optionsscheinen da investieren möchte, der muss wirklich sehr, sehr starke Nerven haben und eine sehr starke Meinung. Ansonsten würde ich raten, ein paar Tage zu warten, bis sich der Pulverdampf da wieder etwas verzogen hat und eher auf andere Möglichkeiten, Öl zu handeln, zu blicken. Okay, wenn wir jetzt uns mal die Lage so anschauen, wir sind im Moment tief im Contango. Was bedeutet das, diese Contango-Situation, und was bedeutet das für die künftige Preisentwicklung bzw. Die Erwartung an die künftigen Ölpreise? Jo, also Contango bedeutet, ist der Gegenteil von Backwardation, was häufig am Ölmarkt der Fall ist. Contango bedeutet, dass der Terminkontrakt teurer ist als der aktuelle Kontrakt. Die Papiere, also auf die Lieferung von Öl in Zukunft, in weiterer Zukunft, sind teurer als die in naher Zukunft, was bei vielen anderen, bei fast allen anderen Rohstoffen der Normalfall ist, bei Öl aber nicht. Bedeutet, dass die Terminkontrakte, wie eben schon gesagt, jetzt auch in den nächsten Monaten allmählich billiger geworden sind im Verlauf dieser Woche, aber immer noch teurer sind als der aktuelle Kurs. So generell, wenn man sich die Kurve anschaut, sieht es so aus, als würden die viele Investoren darauf setzen, dass wir in ungefähr 6 Monaten sehen werden, dass die Corona-Pandemie in irgendeiner Form eingedämmt wurde, dass die Ölnachfrage wieder steigen wird und dass sich so ganz allmählich positive Preisentwicklungen ungefähr in 6 Monaten zeigen werden, so im Herbst, September, Oktober, was ja auch so ein bisschen die Erwartung ist, dass da vielleicht jetzt nach der Sommerferienzeit, dass da die Corona-Pandemie ein bisschen an ihrer Schärfe verlieren wird. Also momentan erwarten die Marktteilnehmer eher die nächsten 2, 3 Monate sehr verhaltene Preise oder sehr recht niedrige Preise und dann erst so ungefähr 6 Monaten einen Preisanstieg. Okay, Michael Blumroth, vielen Dank. Ja, in 6 Monaten könnte sich nach jetziger Aussicht die Lage am Ölmarkt wieder entspannt haben. Aber die Marktteilnehmer, Analysten, Investoren erwarten, dass die nächsten 2, 3 Monate durchaus angespannt bleiben. Und Michael Blumroth von der Deutschen Bank sagt auch mit Rücksprache mit seinen Experten im Haus, dass eine Negativsituation, wie wir bei dem gerade ausgelaufenen Mai-Kontrakt gesehen haben, sich auch im Juni oder auch Juli wiederholen könnte.